Moin, moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Edna bricht aus. Und ja, wir haben in der letzten Folge haben wir versucht, an den Schlüssel ranzukommen. Nur überreden, aber das hilft anscheinend irgendwie nicht. Wir müssen, wie es aussieht, wie ich auch einmal in den Kommentaren gelesen habe, irgendwie das beeinflussen, was dieser Typ sieht, damit wir ihn veranlassen können, ja, aufs Klo zu gehen. Also nur gucken, wie wir halt diese Monitore irgendwie beeinflussen. Irgendwo Lichter ausschalten, sonst irgendwas. Müssen wir mal sehen. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Und dafür würde ich sagen, gehen wir nochmal raus und schauen uns nochmal im Haus um. Oben war ja nichts. Das Lichtschalter, der einzige, der zu betätigen war, war da, wo wir jetzt nicht mehr reinkommen. Und hier ist, soweit ich mich entsinnen kann, auch nichts irgendwie mit, was ich verändern kann, noch großartig wieder auf mich aufmerksam machen kann. Oder ihn irgendwie dazu veranlassen kann. Nee. Fenster vielleicht hier mal. Es ist verschlossen. Es ist verschlossen. Auch das noch. Dann. Hier ist ja leider auch nichts mehr. Haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, was wir haben? Das ist an der Wand befestigt, macht nichts. Ohne Darts ist es ohnehin nutzlos. Ja, können wir ja alles hier auch nicht mehr machen. Schauen, ob wir darunter, ob wir doch noch weiter gehen sollten, müssten, könnten. Die Türen waren ja beide zu. Oh ne, waren sie nicht, ne? Ist verschlossen. Die ist verschlossen. Und hier war ja diese schöne Konstruktion. Aber da konnten wir nichts dran machen, ne? Das sollte ich lieber dem Fachmann. Ja, wieso ein Fachmann? Wofür brauchen wir einen Fachmann, wenn wir Manche Hüte kann ich einfach. sowas selber machen könnten? Das ist doch nicht in Ordnung. Kann ich auch nichts dran rumwursteln. Geht alles nicht. Also. Und der. Nee. Oder dann der Lichtschalter. Auch nicht. Nichts zu machen da für mich. Es geht weiter. Hier ist ja genau nichts. Da komme ich nur mit dem Schloss ran. Das ist zu. Mit dem Schlüssel, ehrlich gesagt, natürlich. Und dann wollen wir hier weiter schauen. Komme ich irgendwie mal raus? Oh. Hey, dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Was bist du denn für eine Gestalt? Ich habe eine Sondergenehmigung. Immer dieselben Sprüche, Fräulein Edna. Der Doktor sollte weniger gründlich sein, wenn er dir das Gedächtnis löscht. Du kommst Ja. jedes Mal mit denselben Ausreden. Was noch? Du bist nur zu Besuch. Du bist der Neue. Oder, nein, warte, du bist gar nicht da, richtig? Ich habe echt satt mit dir. Alarm! Entflohener Patient! Was gibt's? Was? Da was wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Anscheinend Müsstest nicht. du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst so vor sich geht. Aber offensichtlich geht ja die ganze Was ist jetzt Bude kurz, seitdem der passiert? Doktor weg ist. Es ist nur, ich hatte noch nie einen Flüchtling. Ich? Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So Was? verkehrt wird das schon nicht sein. Wie zu den anderen? Zu welchen So. anderen? Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das habe ich wohl vermasselt. Was? Wo bin ich denn? Was ist denn jetzt passiert? Was haben wir hier? Lampe Es werde reden. Licht. Setz dich, okay?
Ja, der wird's nicht. Kaputt. Aber warum ist es dann so hell hier? Das muss in der Grafikkarte liegen. Ja. Daran wird's liegen. An der Grafikkarte. Dazu bin ich zu schüchtern. Ich rede. Hallo. Droggelbecher. Droggelbecher? Droggelbecher. Darf ich da nicht rein? Droggelbecher. Aber ich brauche eine Audienz beim König. Droggelbecher. Schade. Droggelbecher? Was für ein Kerl. Wenn ich ihn doch nur irgendwie beeindrucken könnte. Mit meinem Poloschläger. Ich könnte ihm nie etwas zuleide tun. Warum nicht? Aber mit der Polizeimarke. Halt! Sonderkommissariat des Paraornithologischen Dezernats der Bundespolizei. Wachtelmeister Edna. Droggelbecher? Natürlich kann ich mich ausweisen. Droggelbecher. Und ob? Kann ich dann jetzt zum König? Droggelbecher. Cool. Was? Meine, danke. Was passiert hier gerade? Gehe zur Residenz? So, so. Meine Späher haben mir berichtet, dass du kommen würdest. Ach so. Dass eine neue Macht im Osten des Aufenthaltsraumes sich erhebt, um mich und mein Königreich zu stürzen. Wovon redest du? Oh Gott, Leute. Da hast du es also geschafft, meine Wachen zu überwinden. Der arme, getreue Droggelbecher. Ich werde ihn mit deinem Blut rächen. Oh, was ist denn mit ihm los? Aber, oh, weh, oh mir. Meine Hand. Kaum kann sie mein Schwert noch führen. Was ist denn los mit dir? Bevor du aber an dich reißt, was mein Geschlecht seit Generationen aufgebaut. Mein Schloss, meinen Thron. Also, komm mal klar, Junge, ne? Meine goldene Medaille aus dem Puzzle-Wettbewerb. Musst du mich im geistigen Zweikampf bezwingen? Jetzt kommt's. Bist du bereit? Klar. Bin bereit. So sei es. Der Wettstreit ist hiermit eröffnet. Was kommt denn jetzt bitte? Nun dann. Es gibt kein Zurück mehr. Dann mal los. Jetzt geht es um alles oder nichts. Erfolg oder Niederlage. Komm, halt nun mal sie zu, Junge. Oder Schande. Köderfisch. Oder Wurm. Du machst das aber ganz schön spannend. Ich werde dir jetzt eine Frage stellen. Na komm, leg los. Und du musst mir die Lösung sagen. Oder zugrunde gehen. Schon gut, schon gut. Stell die Frage. Gut. Die Frage. Oh, Junge, ey, das. Kopf oder Zahl? Das ist alles? Kopf oder Zahl? Das ist der Wettstreit um den königlichen Thron? Kopf oder Zahl? Oh, da gib mir die auf die Nerven, der Typ. Das ist ja richtig schlimm. Natürlich, Zahl. Kopf. Ja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Ich will es noch einmal versuchen. So, Kopf. Zahl. Kopf. Ja. Ich glaube, der bescheißt mich. Ich will es noch. So, Kopf. Na. Kopf. Oh ja, klar. Das ist irgendwie nicht in Ordnung, ne? Warum verliere ich eigentlich ständig? Mach dir keine Vorwürfe. Mir ging es einst genau wie dir. Ja, ehrlich.
Ich war ein regelrechter Pechvogel. Dann allerdings, ich ging eines Abends spazieren auf dem Dach unseres Hochhauses. Es gewitterte. Ich hatte vorsorglich meinen Regenschirm aufgespannt und meine Füße steckten in Wassereimern. Gute Idee. Als mir dieser Blitzableiter auffiel, der schief montiert war. Ich machte mich sofort daran, ihn zu richten. Dann erinnere ich mich nur noch an einen grellen Lichtblitz. Was genau es war, kann ich nicht sagen. Aber seitdem habe ich nie irgendwo daneben gelegen. Boah, wie der redet, das gibt mir richtig auf die Nerven. Eine goldene Medaille? Echtes Gold? Aber sicher. Und nicht nur das. Wieso? Was denn noch? Oh. Ja. Nur das. Aber was erwartest du eigentlich? Hä? Mehr. Ich will es noch. Sogar. Kopf. Zeit. Nö. Irgendwie. Ziehe dann mal wieder von da. Weiß ich nicht. Cheerio. Ja, tschüss. Erstmal weg von diesem Typen. Das ist ja richtig schlimm. Was? Ich werde mit einem Mal so müde. Ich kann später Sofa. Noch aus. Warum nicht jetzt? Rede mit Alumann. Hallo. Hallo, junges Fräulein. Warte, bleib da stehen. Kein Zweifel. Du bist anders als die anderen. Das sowieso. Deine Aura ist hochenergetisch. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich war los hier. Ich bin Edna. Wo ich herkomme, spielt keine Rolle. Ich will nur fort von hier. Oder ich bin Edna. Ich komme aus einem Dorf am Turmverlies. Oder ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Howdy. Ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Oder ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Kiefluss. Ich bin ein freier Geist. Ich komme aus dem kosmischen Fluss. Kommen wir das nicht alle? Doch, ja, wahrscheinlich. Aber nicht alle benutzen einen Poloschläger, um sich frei zu paddeln. Du bist schon ein ulkiger Vogel. Also nochmal, wer bist du und wo kommst du her? Also, ich bin... Howdy, ich bin deine Cousine Betty. Ich komme aus Australien. Ich habe keine Cousine Betty in Australien. Nicht sicher? Ich habe nur eine Cousine Rugnelda in Vladwakistan. In was? Aber wenn die mich besuchen käme, dann wüsste ich das längst. Weil du durch ein kosmisches Band mit ihr verbunden bist. Ja. Erstens das. Und zweitens hört man die Tauben zu Boden plumpsen, bevor sie kommt. Was? In Vladwakistan legt man nicht so viel Wert auf Hygiene. Oh, nett. Weißt du? Also, warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Nur so. Einfach nur Spaß. Ich bin Dr. Marcel. Ich komme aus meinem Büro. Mach dich nicht lächerlich. Deine Aura ist grün und saftig wie die Auenland-Sequenzen Herr der Ringe. Dr. Marcells Aura hingegen ist mehr wie einer dieser vertrockneten Büsche, wie sie im Western durchs Bild geweht werden, wenn gezeigt werden soll, dass die Stadt verlassen ist. Netter Vergleich. Na also, schön. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Okay, okay, ich bin Brachna. Ich bin Brachna. Ich komme aus dem dritten Zinnober der Ugul. Zufällig weiß ich, dass Brachna mit Fieber im Bett liegt. Warum lügst du mich an? Wer bist du wirklich? Ich bin Edna. Ich komme aus einem Turmverlies. Du warst lange Zeit eingesperrt, fürwahr. Ja. Dein Kismet ist wie ein durstiger Schwamm, der sich nun mit Freiheit vollsaugen will. Ach, so ist er das. Aber du bist noch nicht am Ziel. Nee, noch nicht ganz. Halte durch, Edna.
Die Tage deiner Frohen sind gezählt. Wow. Beeindruckende Rede, Alter. Was führt dich zu mir, Kind? Oh Mann, 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 Mann. Amanda. Wer bist du? Mein Name spielt schon lange keine Rolle mehr. In dem Augenblick, da mir kosmische Weisheit zuteil wurde, entschied ich, alle Banden zu meiner alten Existenz zu kappen. Ich bin jetzt der Alu-Mann. Der Alu-Mann. Ihr Irren redet euch gerne nur mit eurer Funktion an, stimmt's? Das ist einfacher zu merken. Ja, klingt gut. Was genau machst du da? Ich kontrolliere den Skifluss auf Löcher. Warum tust du das? Irgendwer muss es doch tun. Man kann ja nicht einfach mit löchrigen Skifluss herumlaufen. Nicht? Am Ende steht noch das ganze Ying und der Yang und dann haben wir das Feng Shui. So Mist aber auch. Warum bist du so angezogen? Das Aluminium erhöht meine astrale Leitfähigkeit. So bin ich ständig mit dem Äther verbunden. Okay. Und das A auf der Brust? Das ist kein A. Das ist eine Erdrune. Die verbindet mich mit Gaia, der Mutter Erde. Ach so. Und die Taucherbrille? Die schützt vor Chlor. Was denn sonst? Und wer wohnt in der Kissenburg? Wer wohnt in der Kissenburg? Du meinst König Adrian. Ein interessanter Fall. Er wurde vom Blitz getroffen und hat seither einige Fähigkeiten entwickelt. Tatsächlich unterstützt dieser Vorfall einige meiner Theorien. Was sind für Theorien? Was sind das für Theorien? Ich habe einige Theorien zu König Adrians Fall aufgestellt. Der Blitz traf ihn und plötzlich hatte er hellseherische Fähigkeiten. Ich weiß noch nicht genau, wie ich meine Theorien nennen soll. Zur Auswahl stehen psychokinetische Leitfähigkeit durch Stromeinwirkung, elektrostatische Psi-Erweiterung, na denn, starkstromgenerierte Präkognition. Oder okay. Das Glück ist nicht immer mit den Dummen. Und die Fähigkeiten? Was sind das für Fähigkeiten? Er sieht Dinge, bevor sie geschehen. Wow. Kein Wunder, dass er euer König ist. Ja, total beeindruckend. Sie ihm unendliche Macht verleihen. Und ob. Auf diese Weise gewinnt er jedes Mal beim Halmer. Ja, ja. Aber darüber hinaus. Auch beim Scrabble. Aber die Möglichkeiten. Du sagst es. Das ganze Regal ist voll mit Gesellschaftsspielen. Und Adrian gewinnt sie alle. Er hat sogar den Puzzle-Wettbewerb gewonnen. Der Gewinn sogar war eine Medaille aus echtem Gold. Ja, bestimmt. Warum nennt ihr ihn König? Nun, das war der Einsatz bei einer Partie Fang den Hut. Wir waren so naiv, dass wir dachten, wir könnten ihn schlagen. Der Bienenmann hatte eine Strategie entwickelt. Der Kontrolleur ein unfehlbares System ausgearbeitet. Professor Nock hatte uns mit aufputschenden Psychopharmaka versorgt. Ein Jahr hat er sich die Tabletten vom Mund abgespart. Petra hatte sogar eine Choreografie geschrieben. Was? Aber es war alles umsonst. Naja, es hätte uns schlimmer treffen können. Man denke nur, Petra hätte gewonnen. Dann morgens Sit-Ups und Liegestütze. Oh nein. Gibt Schöneres, ne? So, hilfst du mir denn weiter? Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Ja. Ach, bitte. Na gut. Bitte. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschocktherapie. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen ja, kannst. Ja, klar. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns gute am Idee. Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem lässt mich der Schocktherapiestuhl. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will.
Überleg es dir einfach. Mach ich. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Entschuldigung, erstmal. Ich habe mich entschieden. Ich brauche wahrscheinlich erstmal den Bügel, ne? Sehr tapfer Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über was anderes. Okay. So, wenn. Kennst du einen Weg hier raus? Kennst du einen Weg hier raus? Draußen und drinnen sind nur zwei Aspekte desselben Sachverhaltes. Wie die beiden Seiten einer Münze. Die kennen wir ja schon. Sei weder drinnen noch draußen, Edna. Sei einfach. Ja, gute Idee. Und das sagt dir alles dein Kleiderbügel? Aber nicht doch. Er dient mir nur als Antenne für die kosmischen Schwingungen. Außerdem habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, es ist durchaus so. Kann ich den Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes. Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Ja. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Ja, ja. Und mal erstmal. Ich muss langsam mal weiter. Erstmal. Pass auf dein Karma auf. Mach ich. Immer. Jederzeit. Dann wollen wir doch nochmal. Im Regal ich reden. Der verdächtige Dr. Marcel mit dem Poloschläger im Wäschelift. Irgendwas hier neben? Es ist okay, wenn man mich für irre hält. Aber diese Spiele sind für Volltrottel. Okay. Gibt es auch schöne Türen für uns und so. Und das Telefon. Was ist mit dem Telefon? Rede mit dem Telefon. Hallo? Geht nicht. Benutze Telefon. Telefon. Kann ich nicht. Hallo? Ich kann das Telefon nicht benutzen. Gehe zum Telefon. Ach so. Ja. Ihr warten einige Dinge auf uns, wie es aussieht. Und dann würde ich sagen, auch in der nächsten Folge. War zwar jetzt viel Gerede wieder, aber mal schauen, was es uns bringt. Ob wir noch einen neuen Kleiderbügel finden, ob wir dann uns schocken lassen wollen, um den König zu besiegen. Weiß noch nicht. Also werden wir vielleicht in den nächsten Folgen hoffentlich sehen. Also bis denn. Tschüss.